Von Herzen begrüße ich euch und Sie alle zum Gottesdienst am Fest aller Heiligen. In und aus der katholischen Stadtkirche in Karlsruhe, St. Stephan. Alle, die heute Morgen in den Gottesdienst gekommen sind und unter Covid-19-Pandemie-Bedingungen mitfeiern. Alle, die an den Bildschirmen und Fernsehgeräten mit uns verbunden sind. St. Stephan, diese Kirche wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts vom Karlsruher Stadtbaumeister Friedrich Weinbrenner erbaut. Sein großes Vorbild war das Pantheon in Rom. In der Mitte der großen Kuppel ist eine Öffnung, ein Fenster. Wir schauen in den offenen Himmel. Wir feiern unter dem offenen Himmel. St. Stephan, die Gemeinde gehört zur großen Karlsruher Kirchengemeinde Allerheiligen. Wir feiern heute unseren Namenstag. Namen machen ansprechbar. Namen sagen, wer wir sind. Gott hat viele Namen und doch kann kein Name ihn fassen. Gottes Namen, in ihm beginnen wir, in ihm feiern wir unter offenem Himmel diesen Gottesdienst. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist mit euch allen. Begrüßen wir unseren Herrn Jesus Christus in unserer Mitte. Thank you.
Gottes Name ist Erbarmen und Barmherzigkeit. Er schenkt sich uns in dieser Stunde und macht uns fähig, barmherzig zu sein. Er nimmt von uns alle Sünde und Schuld und führt uns durch vergängliche Tage in neues und ewiges Leben. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du schenkst uns die Freude, am heutigen Fest die Verdienste aller deiner Heiligen zu feiern. Erfülle auf die Bitten so vieler Fürsprecher unsere Hoffnung und schenke uns dein Erbarmen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und für uns sorgt, heute, an allen Tagen und in Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Der Herr hat mich schon im Mutterleib berufen. Als ich noch im Schoß meiner Mutter war, hat er meinen Namen genannt. Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, ohne Erbarmen sein gegenüber ihrem leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergisst, ich vergesse dich nicht. Sieh her, ich habe dich eingezeichnet in meine Hände. Wort des lebendigen Gottes. Woo!
Lesung aus dem ersten Johannesbrief. Schwestern und Brüder, seht, welche Liebe uns der Vater geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Deshalb erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Doch ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn setzt, heiligt sich, so wie er heilig ist. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr ist mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. Er sagte: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig, die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig, die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Töchter und Söhne Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt. Euer Lohn im Himmel wird groß sein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wie soll das Kindlein heißen? Einen Namen für das eigene Kind auszusuchen,
ist für viele Eltern eine spannende und aufreibende Angelegenheit. Ein Elternpaar hat mir bei der Taufvorbereitung erzählt, dass sie bei jedem Film, den sie im Fernsehen oder im Kino angeschaut haben, konzentriert den ganzen Nachspann verfolgt haben, um möglichst einen wirklich originellen Namen für ihr Baby zu finden. Für Lehrer und Erzieherinnen ist es bei der Auswahl des Namens oft ganz klar, dass der Name des Sprösslings ihres Kindes sie an kein Kind erinnern darf, das sie wohl manchmal jahrelang in ihrem Job genervt hat. Wie soll das Kindlein heißen? Natürlich spielen die Namen der Familientradition eine Rolle. Opa, Oma, deshalb heiße ich mit zweitem Namen Ludwig. Und natürlich sind es die vielen heiligen Männer und Frauen aus 2000 Jahre Geschichte des Christentums und die vielen biblischen Personen, die eine wirkliche gute Quelle für die Namensfindung sind. Wie soll das Kindlein heißen? Als wir vor einigen Jahren hier in Karlsruhe 7 Kirchengemeinden zu einer großen neuen Gemeinde zusammengefasst haben, war es auch ein Problem, einen guten neuen Namen zu finden. Ein neuer Name, ein anderer Heiliger? Jemand hatte spontan die Idee, na, dann nennen wir uns doch gleich Allerheiligen. Und die Idee war überzeugend. Und so kam es zum Namen Allerheiligen. Und heute feiern wir unseren Namenstag. Das Wichtigste: Allerheiligen ist kein Totenfest. Auch wenn viele den Feiertag Allerheiligen in der Regel dazu nutzen, zu den Gräbern der Lieben auf den Friedhof zu gehen, sie nehmen damit den Allerseelentag, also den morgigen Tag, vorweg. Allerheiligen ist kein Totenfest, Allerheiligen ist die Feier des Lebens. Die erste Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja malt ein wunderschönes Bild für dieses Fest. Alle unsere Namen sind eingezeichnet in Gottes Hand. Niemand bleibt anonym. Gott hat sich einen Spickzettel gemacht, damit er keine und keinen von uns vergisst. Oder anders gesagt, alle sollen, alle können heilig sein, weil Gott der Heilige ist, weil er uns kennt und jede und jeden beim Namen ruft. Die zweite Lesung aus dem ersten Johannesbrief bringt diese Beziehung und unsere Berufung wunderbar ins Wort. Wir heißen Kinder Gottes und sind es. Doch was wir sein werden, ist noch nicht offenbar geworden. Zu Hause in meinem Dorf fragt man die kleinen Kinder: Wem gehörst du? Und die braven Kinder nennen den Namen des Vaters und der Mutter. Der Johannesbrief erweitert unsere Familienzugehörigkeit. Wir gehören zu Gott. Gott eröffnet uns die große, weite Lebensperspektive. Diese neue Lebensperspektive der Hoffnung, den Horizont des Heiligen. Diese Hoffnung steckt bereits in unserem Namen. An Allerheiligen haben wir gewissermaßen alle Namenstag. Unsere Rufnamen weisen über uns hinaus. Sie sagen, wer wir sind. Sie offenbaren aber auch das offene Geheimnis unseres Lebens, unserer Existenz. Sie weisen hin auf unsere Berufung. Die Berufung, heilig zu werden, die ihren Ursprung letztlich darin hat, dass Gott selbst mit jedem und jedem von uns etwas Großes vorhat. Dieses Große, das Heilige, beginnt damit, dass wir in Gottes Namen das Leben annehmen, den banalen Alltag annehmen. Und das gilt gerade in dieser Covid-19-Pandemie, die uns doch allen so heftig
massiv zusetzt. Im Evangelium hören wir die Bergpredigt, die Seligpreisungen. Das sind die Glückwünsche zu unserem Namenstag. Herzlichen Glückwunsch, ihr Armen von Gott, ihr Gewaltlosen, ihr Trauernden, ihr, die nach Gerechtigkeit, nach Barmherzigkeit, nach Frieden strebt. Die Seligpreisungen sind die Zusagen, sie trösten, sie fordern heraus, sie sind die Orientierungen auf dem Lebensweg zur Heiligkeit. Hier in unserer Kirche unter der Empore hängen 4 Porträts von Heiligen und Seligen. Die Karlsruher Malerin Candence Carter hat sie gemalt für unsere Kirche. Heilige und Selige auf Augenhöhe. Wer nicht achtlos an ihnen vorbeigeht, bemerkt, dass sie einem anschauen. Nehmen wir jetzt den Blickkontakt mit ihnen auf. Maximilian Kolbe ist Pole. Schon mit 16 Jahren beginnt er sein Noviziat bei den Franziskanern. Nach der Besetzung Polens 1939 durch deutsche Truppen wird Maximilian Kolbe verhaftet. Er kommt ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Ende Juli 1941, nach der Flucht eines Gefangenen, wählt der Lagerführer 10 Häftlinge aus, die im Hungerbunker von Auschwitz sterben sollen. Darunter auch ein Familienvater. Maximilian Kolbe bietet sich an, stellvertretend für diesen Familienvater in den Hungerbunker zu gehen. Am 14. August 1941 stirbt Maximilian Kolbe im Hungerbunker von Auschwitz. Maximilian Kolbe wurde am 10. Oktober 1982 heilig gesprochen. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Ulrika Nisch wird 1882 in Mittelbiberach in Württemberg geboren. Sie tritt 1907 in die Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz in Hegne am Bodensee ein. Der ehemalige Bischof von Aachen, Klaus Hämmerle, nennt Ulrika Nisch die leise Stimme. Er sagt, sie führte ein schweigendes Leben in der Gegenwart des schweigenden Gottes und im schweigenden Dienst an den anderen. Sie will Liebe sein. Diese Liebe auszustrahlen, gelingt ihr selbst in großer Not und Dunkelheit. Sie erkrankt an einer unheilbaren Krankheit. Ulrika wird immer leiser. Am 8. Mai 1913 stirbt sie im Mutterhaus. Am Allerheiligentag 1987, also heute vor 33 Jahren, wurde sie selig gesprochen. Selig, die rein sind im Herzen, denn sie werden Gott schauen. Rupert Mayer wird 1876 in Stuttgart geboren. Ein Jahr nach seiner Priesterweihe tritt er in den Jesuitenorden ein. In München wirkt er ab 1912 besonders als Seelsorger für zugewanderte Familien, für Arme und Suchende. Pater Rupert Mayer predigt unerschrocken und wortgewaltig gegen den Nationalsozialismus. 1937 wird er von der Gestapo verhaftet und in Isolierhaft ins Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht. Nach seiner Entlassung 1940 bekommt er ein Predigt- und Seelsorgeverbot. Er sagt, seitdem bin ich lebend ein Toter. Krank und erschöpft hilft er der ausgebombten Bevölkerung und den Flüchtlingen Nahrung und Unterkünfte zu finden. Am Allerheiligentag, also heute vor 75 Jahren,
verstirbt er in München. Pater Rupert Mayer wurde 1987 selig gesprochen. Er ist für uns ein Vorbild für Zivilcourage und soziales Engagement. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Edith Stein ist in eine jüdische Familie 1891 in Breslau geboren. Mit 15 Jahren bezeichnet sie sich als Atheistin. Sie promoviert in Freiburg zum Doktor der Philosophie. Sie findet zum christlichen Glauben, wird in Bad Bergzabern getauft und tritt in den Kölner Karmel ein. 1942 wird sie von der Gestapo verhaftet und nach Auschwitz deportiert, wo sie vergast wird. Sie hat immer die Wahrheit gesucht und sie in der Kraft des Kreuzes gefunden. Sie sagt: Heiligkeit ist eine Gestalt der Seele, die aus dem Innersten hervorgehen muss. Aus einer Tiefe, die weder dem Zugriff von außen noch der eigenen Willensanstrengung zugänglich ist. Edith Stein wurde 1998 heilig gesprochen. Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Wenn ich aus der Kirche in die Stadt hinausgehe, schauen diese vier Seligen und Heiligen mich an. Ein nachdenklicher, ein stärkender, ein ermutigender, eindringlicher Blick auf Augenhöhe. Sie sind mit ihrem Namen die Zeuginnen und Zeugen für Gottes Namen geworden. Stellvertretend für andere da zu sein, für Zivilcourage, für die Suche nach der Wahrheit und für die Liebe. Sie beten für uns. Sie begleiten und ermutigen uns auf unserem Lebensweg. Für den nächsten, auch noch so kleinen Schritt zur Heiligkeit. Amen. Gott, unser Vater, unsere Mutter, wir heißen deine Kinder und wir sind es. Voller Hoffnung vertrauen wir dir uns an mit den Anliegen und Bitten der notleidenden Welt. Du preist selig, die arm sind vor Gott. Stärke in uns den Glauben an dich. Mache uns im Hören auf dein Wort offen für das Wirken deines Geistes. Stärke alle, die sich ehrenamtlich oder hauptamtlich in der Kirche einsetzen und deiner Botschaft ein Gesicht geben. Du preist selig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Erfülle alle mit deiner Kraft, die sich für bessere Lebensbedingungen einsetzen, für die Geflüchteten
in den Lagern und hier bei uns, für die Menschen in unseren Partnergemeinden in Indien und Peru und für alle, die unter den Folgen des Klimawandels, der Corona-Pandemie oder der ungerechten Verteilung der Güter leiden. Du preist selig, die Frieden stiften. Ermutige alle, die Schritte der Versöhnung zu gehen, wo Streit, Gewalt und Unverständnis Menschen entzweien. In unseren Familien, in unseren Kirchen, in unserem Land und in allen Kriegs- und Krisengebieten in der Welt. Wir denken heute besonders an die Menschen in Bergkarabach. Du preist selig die Sanftmütigen, aber auch jene, die um deinetwillen geschmäht werden. Lass uns als Christinnen und Christen unsere Stimme mutig erheben und handeln, wo unser Einsatz etwas verändern kann. Sei bei den Opfern, die in der Kathedrale in Nizza ermordet wurden, und ihren Angehörigen. Du preist selig die Trauernden, richte Kranke und Verzweifelte auf. Sei denen nahe, die sich schwer tun in der Zeit der Unsicherheit, des Lockdowns in den kommenden Wochen. Lass sie Gelassenheit und Vertrauen finden. Schenke Menschen in Abschiedssituationen Trost und Kraft für den nächsten Schritt. Und sei nahe allen Sterbenden. Herr unser Gott, deine Gegenwart ist Leben und lässt uns leben. So können wir uns freuen und jubeln und dir danken, heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit.
Herr, unser Gott, nimm die Gaben entgegen, die wir am heutigen Fest darbringen. Wir glauben, dass deine Heiligen bei dir leben und dass Leid und Tod sie nicht mehr berühren. Erhöre ihr Gebet und lass uns erfahren, dass sie uns nahe bleiben und für uns eintreten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr ist mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu rühmen. Denn heute schauen wir deine heilige Stadt, unsere Heimat, das himmlische Jerusalem. Dort loben dich auf ewig die verherrlichten Glieder der Kirche, unsere Brüder und Schwestern, die schon zur Vollendung gelangt sind. Dorthin pilgern auch wir im Glauben, ermutigt durch ihre Fürsprache und ihr Beispiel, und gehen freudig dem Ziel der Verheißung entgegen. Darum preisen wir dich in der Gemeinschaft deiner Heiligen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist die Quelle aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Tag, der dem Gedächtnis aller Heiligen geweiht ist, die im Leben Christus nachfolgten und im Sterben von ihm die Krone der Herrlichkeit empfingen. Durch ihn, den Urheber und Vollender unseres Glaubens, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf uns und diese Gaben, dass wir dich erkennen in unserem Leben und hier und jetzt in Brot und Wein, mit Jesu Leib und Blut gegenwärtig in unserer Mitte. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es den Seinen und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn den Seinen und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Becher des Segens dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut
und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Stefan in Freiburg, alle Bischöfe, die Vorsteher und Vorsteherinnen der christlichen Kirchen, die gestern den Reformationstag gefeiert haben, die Priester, die Diakone und Ordensleute, alle Frauen und Männer, die Kinder und die Jugendlichen, die zum Dienst in der Kirche bereit sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus, den Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Gott hat unseren Namen in seine Hand eingeschrieben. Er kennt uns und weiß um uns. Beten wir uns hinein in dieses unbändige Vertrauen in seine Liebe. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Töchter und Söhne Gottes genannt werden. Dieser Leitlinie zu folgen, das ist der Auftrag Jesu für die Kirche und die Welt. Bitten wir um den Frieden. Der Friede Jesu ist mit euch allen. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Kommt, esst und erkennt, der Herr ist gut. Der Leib Christi. Thank you.
Lasset uns beten. Gott, du allein bist heilig. Dich ehren wir, wenn wir der Heiligen gedenken. Stärke durch dein Sakrament in uns das Leben der Gnade und führe uns auf dem Weg der Pilgerschaft zum ewigen Gastmahl, wo du selbst die Vollendung aller Heiligen bist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr ist mit euch. Der gütige Gott, der die Heiligen zur Vollendung geführt hat, segne euch und bewahre euch vor allem Unheil. Das Vorbild der Heiligen lehre euch und ihre Fürsprache helfe euch, Gott und den Menschen zu dienen. Am heutigen Festtag gedenkt die Kirche aller Heiligen. Gott führe euch nach diesem Leben zur ewigen Gemeinschaft mit ihnen. Das gewähre euch und allen, mit denen ihr im Herzen verbunden seid, der treue und lebendige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Ich wünsche euch und ihnen allen ein zuversichtliches Allerheiligenfest, einen schönen Sonntag, eine gute Woche und die Kraft der Hoffnung für die kommenden Wochen des Lockdowns. Geht hin in Frieden.